So, hallo und willkommen zurück bei Gold Rush the Game. Ja, eine neue Saison beginnt. Saison 2 beginnt mit einem riesigen Patch. Es gibt vieles Neues und ich sag mal, das Spektakulärste dabei ist, wir müssen eine neue Saison beginnen, um wirklich die großen neuen Maschinen zu nutzen. Und das gefällt mir wirklich super. Ich war ja ein bisschen in der letzten Saison, also in Staffel 1, die wir gemacht haben, ein bisschen unzufrieden geworden, weil man konnte da wirklich ohne großartig was zu tun viel Geld sich erschießen oder erarbeiten lassen mit den Arbeitern und das hat mich so ein bisschen gestört. Da hatte ich ein bisschen Lust verloren, weil man konnte halt sich alles leisten. Man musste eigentlich gar nicht mehr Gold schürfen. Man hat das eigentlich bloß noch aus Spaß gemacht, aber da vergeht einem sehr schnell die Lust am Spiel und das gefällt mir jetzt besonders, dass jetzt alles wieder auf Null gesetzt wird. Wir fangen an, Saison 2, Tag 01 und ja, unser Geld 224 Dollar. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich komplett bei Null beginnen und ein weiteres neues Feature ist, wir haben ein Hotel. Aber ich glaube, wir müssen erstmal schauen. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Die Straße zum Hotel ist gesperrt. Gut, ich glaube, wir brauchen nicht zum Hotel. Sorry. Weil ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht. Wir hätten natürlich auch weiterspielen können, aber wir können dann im Nachhinein nicht die großen neuen Maschinen nutzen. Und ja, das Hotel diente jetzt dazu, wenn man einen alten Speicherstand hat, dort neu zu beginnen. Aber ich habe jetzt gleich ein neues Spiel gestartet und da müssen wir jetzt erstmal zur Bank. Wir brauchen erstmal einen kleinen Kredit. So. Gehen wir mal zur Bank. So, da schauen wir. Das hat sich auch geändert. Also die Parzellen kosten jetzt einen Kaufpreis und einen Mietpreis, außer die Startparzelle Old Arnold. Die können wir kostenlos mieten. Schauen wir mal eben hier River Town. 300.000 kostet da die Miete. Das ist die Frage für wie lange? Provision bei Miete. 35% von unserem Gold möchte dann der Pächter sozusagen abhaben. Ja. Da seht ihr. 2,5 Millionen kostet jetzt der neue Claim, wenn wir den kaufen möchten. Okay, also wir starten aber hier Old Arnold. Mieten wir, gemietet. Und dann schauen wir Kredit. Vorrat haben wir nichts. Das wird wohl gar nicht mehr in Unzen angegeben. Programm, Dollarprogramm. Okay. Gut, Kredit. Da geht es auch nicht mehr so weit. 2000 Dollar, mehr geht nicht. Wie gesagt, ich finde es super. Wir müssen endlich durch harte Arbeit was erwirtschaften und um uns dann auch die weiteren Maschinen zu leisten. Ich finde es toll. So. Jetzt muss man aufpassen. Tagessatz. Jetzt dürfen wir natürlich auch nicht zu hohen Tagessatz nehmen, weil wir können erst wieder einen Kredit aufnehmen, wenn der erste abbezahlt ist. Zinssatz 10%, 2000 Dollar, echt, das ist wirklich nicht viel. Machen wir mal 10, ich versuche mal 10. Kann man hier einen tippen? Nein, kann man nicht. Machen wir 9 Tage. Nimm einen Kredit. Okay, abbrechen. Genau, 2200 Dollar haben wir. Okay, Parzelle Old Arnold haben wir gemietet. Würde ich sagen, da müssen wir gleich mal hier im Shop ein bisschen einkaufen.
Ja, Old Arnold. Also ich kann mich noch an den Start in die letzte Saison erinnern. Da stand ja dieser Bottich hier mit dem Wasser, Goldwaschpfanne, der stand ja bereits im Camp und so eine Waschpfanne auch. Würde ich jetzt erstmal gar nicht kaufen. Wir müssen jetzt wirklich richtig sparen hier. Aber wir brauchen hier so ein Hockpen. Wie ist das Hockpen? Genau. So, Handbetrieb mit Wasseranschluss. Würde 200 kosten. Brauchen wir noch, ich glaube, drei oder vier Matten waren es. Generator brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Ich kaufe mal einen. Also, wir kaufen jetzt den Schüttkasten mit Wasserpumpe. Einmal. Dann kaufen wir. Ich kaufe mal vier Matten. Ich glaube, es waren vier. Dann brauchen wir diese Waschrinne. Gut, jetzt müssen wir es mal bezahlen und alles auf dem Pickup laden. Oh Mann, ob man das alles mitbekommt hier. Ich sehe, wie das schon wieder rumkippelt hier. Und dann noch zwei so eine langen Waschrinnen drauf. Ja, passt. Einwandfrei. So, die Verlängerung, dann brauchen wir noch den oder die Wasserpumpe. Ein Waschtisch kaufen wir noch nicht. 6000. Nee, das können wir uns überhaupt nicht leisten. Dann brauchen wir hier so einen Wasserschlauch dick. Und den ist gekauft. Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir gleich gucken. Strom brauchen wir alles noch nicht. Brauchen wir auf jeden Fall Wascheimer, nehmen wir mal zwei Stück. Dieselkanister brauchen wir. Moment, was kostet der? 10. Okay, so, dann brauchen wir noch hier so einen Wasserfilter zufügen. Ich denke mal, dann haben wir schon alles. So, laden wir mal alles auf und dann gehen wir noch mal kurz eine Runde durch den Laden und dann überlegen wir noch mal, ob wir wirklich alles mit haben. Na, wo klemme ich denn wieder fest? Also eine Rinne vorm Kopf, da sieht man echt nicht viel. So, Benzinkanister tun wir ganz zum Schluss drauf, denn wir fahren noch mal fix zur Tankstelle, die machen wir noch voll. So, der ist wichtig hier. Der Filter. Also jetzt haben wir erstmal alles geladen. Jetzt gehen wir noch mal in Ruhe durch. Also wir haben einen Eimer,
sehr wichtig. Waschpfanne, die sollte eigentlich im Camp sein. Eine Schaufel haben wir einstecken. So, Waschmatten habe ich 4 Stück. Hier liegen aber 5 nebeneinander. Hat das jetzt einen Grund? Moment, wir können das mal anders machen. Wir haben doch hier Dicktube. So, da schauen wir mal. Maschinen, Goldschürfen, Stufe 1. Aufbau. Ja, das sind so kleine Infovideos von den Programmierern. Direkt aus dem Spiel heraus gemacht. Ah, da sehen wir 2 Waschmatten da reingetan. Und wenn wir jetzt hier auf Ausbau klicken, dann tut er die Verlängerung anbauen. Genau, 4. Gut. Also ist schön, jetzt haben wir eine kleine Hilfe. Und habt ihr gesehen, der hat auch 5 Stück gekauft. Da liegt noch eine im Wasser. Gut. 4 Stück. 4 Stück hatte ich gekauft. Den Schüttkasten haben wir. Die Rinnhammer. Der Wasserpumpe haben wir. Den Rest brauchen wir noch nicht. Ja. Was kostet der Hänger nochmal? 1000 Dollar. Das ist zu viel jetzt. So, Mensch, da sind wir beladen. So, düsen wir los zur Tankstelle und dann geht's ab auf den Claim. Ja, könnte jetzt sein, dass für viele das alles Wiederholung ist, aber ich sag mal, man hat jetzt ja ein bisschen dazugelernt, man weiß jetzt, was man macht. Zum Anfang musste man immer so ein bisschen noch schätzen, wie was wo ist, aber inzwischen ist das echt gut gemacht. Und wir haben ja einen konkreten Plan, den wir verfolgen. Und so, jetzt müssen wir bloß aufpassen hier, dass wir nichts runterwerfen. Ah, da liegt er drin, ne? So, Zapfsäule. Wo ist er? Hier ist er, der Hahn. So. Einmal voll tanken. 20 Liter. Ja, 129 Dollar. Okay. Ja, da weiß man erstmal dann auch das ganze Gold, was man sich erschürft, da weiß man das zu schätzen, wenn das wirklich alles hier ein bisschen mehr kostet. Was ist denn jetzt los? Was? Mein Tank ist wieder voll. Habe ich jetzt aus Versehen getankt hier? Ja, tatsächlich. Jetzt habe ich die Wasserpumpe voll getankt. Na gut, das wollte ich sowieso machen. Okay. Dann geht's auf hier zu Old Arnold's Claim. Der Weg ist ja der altbekannte, hoffe ich jedenfalls mal. Moment, hier gab es einen Weihnachtsbaum. Oh, oh, oh. Handbremse, Handbremse. Da gab es dann nämlich noch was. Hier haben wir so ein kleines Weihnachtsgeschenk. Und zwar hier. Luftanlässe für unseren Pickup. Das war das Geschenk. Das nehmen wir natürlich mit.
Ja, freue ich mich schon richtig jetzt auf die neue Saison. Habe ich wieder richtig Lust, auch mit der Goldpfanne. Man war einfach viel zu schnell bei den großen Geräten angekommen. Ich hatte das ja schon mal in so einem Video erklärt. Wenn man 5-6 Angestellte hatte, man brauchte bloß einen Tag auf den nächsten zu klicken und die haben einfach nur Geld verdient. Man konnte sozusagen unendlich sich Geld erwirtschaften, alles kaufen, alles aufbauen. Spielspaß, der war total hinüber. Und ich hoffe mal, dass das mit den Angestellten jetzt nicht mehr so krass ist, dass sie nicht mehr so viel verdienen. Sag mal, wenn die wenigstens Unkosten decken, dann ist das okay. Oder man wirklich alle paar Stunden nur einen Tag vorspulen kann, wäre das natürlich noch schöner. So, wir schauen mal. Genau, hier vorne haben wir ja noch, ich kann es euch mal eben zeigen, gibt ja immer welche, die neu einschalten. Hier haben wir so ein kleines aufgebautes Lager. Da haben wir momentan nichts liegen. Wir könnten mal jetzt unsere überschüssigen Kabel, Schläuche, Geräte ablegen. Und hier nebenan, hier ist noch dieser Container. Hier können wir alles reinwerfen, was wir nicht mehr brauchen. Dann gehen wir hier zur Kasse und können das dann verkaufen. Und hier ist jetzt unser Camp. So. Motor aus. Genau. Alles beim Alten. Wir gucken mal kurz hier in unser Campzelt. Ja, Waschpfanne da. Dieser Bottich da. Unser Computer da. Arbeiter gesperrt. Für 3000 Dollar können wir das entsperren. Okay. Transport ist auch gesperrt. Soll uns momentan gar nicht weiter kümmern. Ach so, jetzt bin ich an den neuen Maschinenpark vorbeigefahren. Das hätten wir uns angucken können, aber wir müssen sowieso nochmal in die Stadt. Da drüben, da müssen wir hin. Da bin ich echt mal gespannt, ey, die Entwickler. Das war ein 5 GB Patch, den die rausgebracht haben. Und was sie jetzt noch so spieletechnisch alles intern verändert haben, da müssen wir uns ein bisschen überraschen lassen. Patch Notes habe ich jetzt bloß grob mir angeschaut. Na komm, wir laden erstmal alles ab. So, den... Na, du sollst hier dran. So. Der Filter gehört natürlich an den dicken Wasserschlauch. Den kleinen Wasserschlauch. Oh. So. Der Waschrinn, was haben wir noch mit? Den Kasten. Und die Matten. Ach, und noch ein Eimer hier in der Ecke. Gut, so. Dann bauen wir mal auf. Zuerst hier den Schüttkasten. Da. Der lässt sich jetzt nur hier an dieser... Wo ist denn der? Haben wir doch schon wieder verloren. Na? An der vormontierten Befestigung hier montieren. Nee, doch nicht. Also, der kommt da definitiv hin, aber ich glaube, wir müssen hier mit einer Waschrinne beginnen. Ich sehe nichts. Wo müssen wir denn lang? Ja, da ist markiert. So. Waschrinne. Schüttkasten.
Dann nehmen wir die Verlängerung. Das heißt, dann können wir auch 4 Matten reinsetzen. Ah, die müssen wir jetzt jede einzeln rübertragen, aber kein Problem. Wir haben Zeit. Also, nochmal, wir haben ja jetzt hier eine Wasserpumpe gekauft. Das ist jetzt nicht unbedingt notwendig, wenn wir hier diesen Schüttkasten, also der hat ja einen Wasseranschluss. Dann gibt es ja noch den ohne Wasseranschluss. Da brauchen wir jetzt keine Wasserpumpe. Da nehmen wir einfach einen Wassereimer, können den im Fluss mit Wasser füllen und den dann oben reinkippen. Dann würde das auch funktionieren. Aber ich sag mal, ein bisschen moderner sind wir schon. Oh, jetzt habe ich gedacht, hier fehlt eine Matte. Ein bisschen moderner sind wir schon. Das heißt, wir werden uns das nicht allzu schwer machen. So. Generator vollgetankt. Hammern. Stellen wir den aber ein bisschen weiter weg. Der macht nämlich ein bisschen Krawall. Tun wir mal hier so her. Okay, so. Den Schlauch, da haben wir jetzt den Filter zum Wasseransaugen schon dran gebaut. Und jetzt gucken wir hier in-out. Natürlich müssen wir hier, wo es reingeht, einen Schlauch setzen. So. Ab ins Wasser. So, kleiner Wasserschlauch. Der wird jetzt hier mit dem Schüttkasten verbunden. Moment, müssen wir erst hier anschließen. Moment, was ist denn hier los? Wir starten die mal eben. Geht nicht. Irgendwas. Ja, kleines Problem. Was ist hier los? Was die hierher tun? Vielleicht steht sie zu nah am Wasser. Hier können wir sie schon mal anmachen. Okay. Geht's. Weiß nicht, was da drüben los war. Gut, also. Eigentlich sind wir startklar. So, sehr schön. Wasser läuft. Matten sind drin. Oh, das sieht ja richtig schick aus jetzt. Ah, da war ein Goldklümpchen. Und wir haben noch nicht mal was reingeschaufelt. Es blitzert schon. So, Schaufeln. Machen wir hier mit der Komma- und Punkt-Taste. Können wir die auswählen. Hatte ich auch in der ersten Folge ewig lang danach gesucht. So. Hinein damit. Ja. Hier herrscht Handbetrieb. Ich muss sagen, füllt sich schon was hier, den Matten? Nicht wirklich, 0%. Ein Prozent. Okay, das dauert eine Weile. Würde ich mal sagen, unser kleiner Hockpen, der läuft. Ich werde mal hier ein bisschen schaufeln. Und in der nächsten Folge, da gucken wir mal, was sich so getan hat, wie viel Gold wir hier rausholen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt bitte den Daumen nach oben. Und
schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin.